Cobra, Elf, News, Autobahn, Polizei, Semir Gürkan und seine Kolleginnen und Kollegen. Ja, was ist denn da passiert am 14.11.? Am 14.11. hat man sich verabschiedet von Alarm für Cobra 11. Tja, die Autobahnpolizei. Ja, wie gesagt, wir haben heute den 14.11. haben uns das angesehen und wir haben auch ein bisschen rumgeblödelt, ist klar. Wir haben also Tempo genommen, um unsere Tränen abzuwischen. Es war schon tragisch, das Ganze, die gesamte, war ja nur Abschied, Abschied nehmen, Abschied nehmen, Abschied nehmen. Es war also ein Hauch von Abschied, ja, bei Cobra 11. So, aber die waren ja alle viel früher schon. Die ganzen Schauspieler waren eingeladen Anfang des Jahres 2019. Die saßen da, waren sich am Freuen und so. Und dann in dieser sogenannten Wahnsinnsfädenfeier kam die Kündigung. Tja, von RTL. Nun mal, der Geschäftsführer von RTL ist 30 Jahre jung. Ich meine, so hätte man das nicht machen sollen. Auf eine super Fete da, die Leute dann vom Kopf stoßen. Aber das ist normal. Das ist normal. Meine eine hat das im Jahr 2000 auch mal erlebt, auch so eine Jungspunde da, die uns frei, wir sind ja freier gewesen, die Aufträge dann entzogen oder erweitert. Wir mussten dann Verträge unterschreiben, ja oder nein. Hätte man den Vertrag nicht unterschrieben, hätte man nicht weitermachen können, aber 2 Jahre ging es gut und dann war Feierabend. Also, wenn sowas passiert, wie irgendwelche Sachen unterschreiben zu müssen, irgendwelche Verträge, die plötzlich beim Kuchen essen, beim, ne, ihr wisst schon, beim Diner, bei feuchtfröhlicher Runde, wo alle sitzen und Spaß haben, dann sowas. Ja, meine lieben Damen und Herren, und nun kommen wir zum Traunental. Wir verabschieden hier einige, ja, und dann bekommt man seine Kündigung. Ich meine, da bleibt alles im Halse stecken, würde ich sagen. Nun, da werden wohl einige Szenen abgelaufen sein, die wir hier nicht veröffentlichen, die auch nicht veröffentlicht werden oder vielleicht irgendwann noch. Ich meine, unser Eins hat sich gefreut, indem man gehört hat, jetzt freut man sich nicht so, wenn man dann hört, wie das abgelaufen ist. Aber meiner einer als Freier ist halt so, auch meiner einer als Freier hatte das große Gefühl, so etwas auch mal zu erleben. Wahnsinnsfäden, alle eingeladen. Dann auf einmal kommt da so ein GAU, ja, die Verträge und so. Irgendwie sagst du ja, sagst du nein. Natürlich sagst du ja, weil du willst ja weiter Geld verdienen. Ich meine, es sind halt sehr raffinierte Sachen, die da halt so passieren. Also auch bei Cobra 11, auch bei Action Concept und so weiter und so fort. So, wir sind hier nicht nur eine Nachrichtengesellschaft, wir sind auch nicht nur Videojournalisten und was weiß ich nicht alles, und Schauspieler und was da so zugehört. Wir hier sind vor Ort auch seit 1996 bis heute Cobra 11 Fans, richtige Fans. Wir recherchieren, wir hören nach, wir unterhalten uns mit den Schauspielern, ja? Wir unterhalten uns über die Serie, wie wir es selber sehen und so weiter und so fort. So, man hat unheimlich Freundschaften geschlossen mit einigen. Einige begrüßt man auch, als wären das Freunde, man schon jahrelang um sich hat. Dabei sind es halt Schauspieler, die halt in einem Fernseher erscheinen und wir schauen mittlerweile ja nicht nur Fernsehen, wir schauen ja auf einem Laptop, einem Tabletop oder auch einem Phone. Ja, also mittlerweile sind die Damen und Herren um uns herum und wenn dann, wie gesagt, einige gegangen worden sind und dann noch bei einem Gala-Diner, das ist natürlich mal wieder RTL-like. Ne? Ja. So, der Geschäftsführer von RTL ist halt 30 Jahre jung. Die Jungen von heute sehen das alles ein bisschen anders. Ist ja eh nur Ware, auch menschliche Ware. Was ist denn heutzutage schon ein Schauspieler wert? Ja, ist halt so. Ich habe viele Schauspieler kennengelernt, die plötzlich sagen immer, du machst doch da. Ja, also ich habe Rad und abgedreht, aber keinen weiteren Auftrag. Und somit war der beim Sozialamt. Ja, auch nicht schlimm. Ja, also früher im Beruf des Journalieren, also des Journalismus, hinterherjagen, fragen und so weiter, habe ich heute aber keine. Also mich interessiert das nicht mehr so, aber als Fan interessiert mich schon, was aus meiner Serie wird, wie meine Serie wird, ob sie es lohnt, weiter zu schauen und so weiter und so fort. So, das wollte ich nur anmerken, also wie gesagt, heute ist der 14.11. Einige haben Tempos schon bereitgelegt, um die
die anderen haben schon geheult und deswegen bin ich ja einige Nachrichten, deswegen habe ich auch diesen Videoclip gemacht. Einige Nachrichten habe ich dann halt schon auf meinem Phone erhalten, die dann halt schon bei TV Nord das Ganze gesehen, recherchiert und nachgesehen und auch mit den Schauspielern am Phone gesprochen, weil viele haben ja Kontakt mit ihnen und dann unterhalten die sich und dann weiß man halt, aha, so war das also. So war das also, so ist diese Serie sozusagen verändert worden. Ja, ist halt so. Okay, Ladies and Gentlemen, danke fürs Zuschauen. Wir erleben uns dann bei Cobra 11 halt dann im April wieder, im Jahre 2020. Die haben ja wohl nicht umsonst gedreht, was sie da gemacht haben. Westwick, Sauerland und bei dem einen Wildwasser da, die ganzen Aufnahmen und so. Wir hoffen natürlich, dass Pia weiter noch so irgendwelche Filmchen macht, die online stellt, oder Erdogan einige Filmchen macht, online stellt. Weil wir hoffen, dass es weiter so geht. Mögen wir auch hoffen, dass irgendwelche weihnachtliche Sachen da entstehen durch Semir/Erdogan und Freund vielleicht Nils Erdogan, Nils Kirwin, dass der vielleicht auch irgendwas macht. Wir werden sehen. Ja, ihr seht schon. Ja, traurig, ne? Es ist traurig, Cobra 11 ist jetzt zu Ende. Wir müssen warten, Gott sei Dank ist es nicht ganz zu Ende. Wir hoffen auf das Jahr 2021, dass wir eine Wahnsinnsfete feiern können. 25 Jahre Cobra 11. Das wäre natürlich der Hit. Das wäre wirklich der Hit, wenn das geschehen würde. Wenn wir wirklich 25 Jahre miteinander feiern könnten, Cobra 11. Das wäre wirklich super. So, ich bedanke mich erstmal total recht herzlich bei Maya und Anita und diversen anderen. Natürlich sind auch die, die gegangen sind, gebe ich ja auch immer noch, ne? Und sehe mir das an, was sie da auf die Bühne bringen jetzt oder nebenbei posten bei Instagram. Also, ich bedanke mich total recht herzlich als Zuschauer für Cobra 11, die Alarmpolizei sozusagen, die uns immer unterhalten wird auf DVD Blu-ray. Oder halt bei TV Now, RTL, oder halt live bei RTL, wenn neu ausgestrahlt wird. So, Dankeschön an alle. Ich habe gestern noch die uralte gesehen, also einfach nicht unbedingt, aber alt halt. Und zwar von Karneval, Alt Weiber. War eine tolle Geschichte, waren auch wieder tolle Schauspieler, die also toll gespielt haben. Und Napoleon, Semir Gürkan, das war ja die Krönung. Ihr seht, ich hab recht. Okay, ich wünsche dir was. Dankeschön, ich sage Dankeschön, Dankeschön. Wirklich, Dankeschön.